Komm einfach mal nach vorne und erzähl, was passiert ist. Komm einfach mal ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Ja, komm zu mir. Wir haben das Mikrofon hier. Komm einfach zu mir und erzähl, was passiert ist. Halleluja. 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 Was ist passiert bei dir? Komm näher. Was ist passiert mit deinen Augen? Also, wo ich gekommen bin, sogar da konnte ich fast mit dem Auto nicht gut fahren. Konntest du fast nicht mit dem Auto fahren? Ja, und dann habe ich gedacht, ich fahre trotzdem. Du weißt den Herrn, der Herr hat dich bewahrt. Besonders die Punkte, also praktisch die immer in meine Augen kommen, ja. Die habe ich fast 7 Jahre. Fast 7 Jahre? Ja. Und was ist jetzt passiert? Also ich habe wirklich eher die Dinge gesehen. Ich habe jetzt das nicht mehr, weil die waren links, rechts, oben. Alles weg? Ja, ich war. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Das ist Jesus. Das ist der Herr, dein Arzt. Danke, Jesus, für dieses Wunder. Danke, Jesus, für diese Heilung. Nicht mehr wieder. 7 Jahre Seheinschränkungen vorbei in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Jetzt musst du bei der Nachhausefahrt nicht mehr Angst haben, dass du den von rechts oder von links nicht mehr siehst. Ja, das ist. Amen. Du hattest vorher auch, hast du unscharf gesehen auch. Vorher gekommen bin, da konnte ich fast nicht mit meiner Brille nicht mal gucken. Es war alles dunkel. Du hast auch noch eine Brille? Ja. Ja, okay. Und du hast mit Brille, also zeig mal die Brille. Wo ist sie denn? Musst du suchen? Hier. Mit dieser Brille, lass mal schauen, ich muss mal gucken, wie stark die ist. Oh ja, die ist ziemlich stark. Mit dieser Brille hast du nicht richtig sehen können. Nein. Das war aus. Früher habe ich die immer da drin angezogen, da ja. Wird die immer schwer. Okay, und jetzt hast du die Brille weg und sie ist komplett klar. Ja. Halleluja, wow, das ist ein starkes Wunder. Halleluja, weil das ist wirklich eine richtig dicke Brille und er hat selbst mit dieser Brille nicht klar gesehen und jetzt sieht er ohne Brille komplett klar. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Halleluja, preis den Herrn. Komm, gib mir Jesus die Ehre dafür. Halleluja, Halleluja, er ist der Herr, unser Arzt. Er ist der Herr, unser Arzt. Halleluja. Halleluja. Und ihr anderen alle. Es sind ja noch viele andere, die auch gerade jetzt schon ein Wunder empfangen haben. Weil viele haben sich ja gemeldet. Aber da war es vielleicht nicht länger als 3 Monate. Aber ganz egal. Schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Schreib uns eine E-Mail, was passiert ist, was sich verändert hat. Wir können in so einem Gottesdienst gar nicht alle Zeugnisse hören. Wir werden nachher noch ein paar hören. Aber schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Auch wenn du über Livestream zuschaust, schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, was in deinem Leben passiert ist. Weil heute Morgen, ich sage dir, sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst nicht hinausgehen, wie du gekommen bist. Halleluja. Das garantiere ich dir. Weil der Herr, unser Arzt, ist hier, um uns zu berühren, um uns zu verändern, um uns freizusetzen und um uns bereit zu machen, unser Wunder zu empfangen, das wir brauchen, unseren Durchbruch, unsere Heilung, was auch immer, unsere Berührung. Jeder von uns braucht mehr von Gott. Wie von euch wollen mehr von Gott? Halleluja. Wie von euch sind hungrig nach mehr von ihm? Oh, Halleluja. Wie viele von euch wollen in vollkommener Freiheit und Gesundheit leben, wie im Himmel, so auf Erden? Halleluja. Preist den Herrn. Dann sag zu deinem Nachbarn, mach dich bereit. Schnall dich fest. Los geht's. Halleluja. Ihr dürft Platz nehmen. Ich möchte gerne heute Morgen über einen Schlüssel predigen. Einen Schlüssel für Autorität über Krankheit, über dämonische Mächte und damit auch einen Schlüssel für vollkommene Freiheit und Gesundheit. Halleluja. Ein wichtiger Schlüssel. Ich habe in der Weise, wie ich heute Morgen darüber predige, noch nie darüber gepredigt. Deswegen einfach hört gut zu, nehmt gut auf. Gott möchte etwas Neues tun. Gott möchte Dinge bewirken in deinem Leben, die er noch nie getan hat. Gott möchte dich freisetzen, wie er dich noch nie freigesetzt hat. Amen. Sag zu irgendjemand in deiner Nähe, er möchte dich freisetzen, wie er dich noch nie freigesetzt hat. Halleluja. Und
Auch du über Livestream. Sag irgendjemand ganz schnell Bescheid. Wenn jemand noch nicht im Livestream ist, sag ihm ganz schnell Bescheid. Du musst zuschalten, weil er wird dich freisetzen, wie du noch nie freigesetzt worden bist. Halleluja. Er sandte sein Wort und heilte sie. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich möchte lesen aus Markus Kapitel 1. Damit möchte ich beginnen. Ich habe zwei Bibelstellen heute. Das ist die erste. Zwei Bibeltexte. Markus Kapitel 1, Vers 21 bis 28. Da heißt es, und sie gehen nach Kapernaum hinein mit Jesus. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Es gibt also offensichtlich ein Lehren in Vollmacht und ein Lehren wie die Schriftgelehrten. Und das Lehren wie die Schriftgelehrten ist offensichtlich so, es sind Leute, die sich super in der Bibel auskennen, die super das Wort Gottes kennen, aber die keine Power haben. Amen. Und er war nicht so, Jesus war nicht so, sondern er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich, sag mal sogleich, sogleich, also als er lehrte in Vollmacht, sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie auf und sagte, der Geist schrie auf, wohlgemerkt, das kannst du gleich sehen an dem, was er sagt. Er sagt nämlich, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgebung Galiläas. Halleluja, Halleluja. Das Erste, was du in diesem Text sehen kannst, ist die Tatsache, dass die Dämonen in diesem belasteten Menschen mit diesem unreinen Geist, dass diese Dämonen offensichtlich massive Angst vor Jesus hatten. Amen? Das kannst du sehen. Sie hatten massive Angst vor Jesus. Sie hatten so Angst vor Jesus, dass in dem Moment schon, wo er auftritt, sogleich, als er auftritt, sie zu schreien beginnen. Und zwar schreien vor Angst. Amen, das ist schon mal eine gute Nachricht. Dämonen haben Angst vor Jesus. Wenn Jesus in dir lebt, brauchst du schon mal keine Angst vor Dämonen haben. Amen, weil wenn sie Angst vor dir haben, brauchst du keine Angst vor Dämonen haben. Halleluja. Diese Dämonen hatten Angst vor Jesus. Und jetzt pass auf, jetzt möchte ich dir einen Schlüssel geben. Warum diese Dämonen Angst haben vor Jesus und warum sie auch Angst haben vor dir, beziehungsweise spätestens am Ende dieses Gottesdienstes, wird sich jeder Dämon vor dir fürchten. Amen, Halleluja. Auch euch über Livestream sage ich das. Halleluja. Den Schlüssel findest du in dem Satz, in dem ersten Satz, den der Dämon sagt. Er sagt nämlich, was haben wir, also er spricht im Plural, es sind offensichtlich mehrere Dämonen, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Und diese griechische Formulierung, die hier im Deutschen übersetzt wird mit was haben wir mit dir zu schaffen, im Griechischen steht da eine Redewendung und die ist wörtlich übersetzt, heißt die einfach, das ist sozusagen wie Kurzform, heißt einfach was wir und du. Was, wir und du, das steht da im Griechischen wörtlich. Was, wir und du. Mit anderen Worten, was haben wir und du gemeinsam? Was, Jesus, verbindet uns? Was haben wir mit dir zu tun? Was haben wir mit dir zu schaffen? Was, wir und du? Und die Antwort lautet? Die Antwort lautet, nichts. Warum lautet sie nichts? Jesus hat es selber gesagt. Johannes 14,30 heißt es, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst dieser Welt kommt, damals um Jesus zu töten, ans Kreuz zu bringen. Und dann sagt er weiter, und in mir hat er gar nichts.
Oder man kann auch übersetzen, an mir hat er ganz und gar nichts. Auf mich hat er keinerlei Anspruch. Er hat keinerlei Anrecht an mir. Er hat nichts mit mir gemein. Er hat nichts mit mir zu schaffen. Jesus und Dämonen sind so weit voneinander entfernt, wie das äußerste Ende des Universums vom anderen Ende. Sie haben nichts miteinander zu schaffen. Sie haben nichts miteinander zu tun. Warum haben sie nichts miteinander zu tun? Weil Jesus ohne Sünde war. Amen. Er war ein Mensch wie du und ich, aber er war ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, weil er genauso Mensch geworden ist, wie wir Menschen sind. Doch, sagt er, ohne Sünde. Die Sünde ist es, was dem Teufel Anrecht gibt. Wenn dem Teufel jemand begegnet, in dem keine Sünde gefunden wird, dann hat dieser jemand und der Teufel nichts miteinander gemein. Es gibt kein Anrecht mehr für den Teufel. Es gibt keinen Anspruch mehr für den Teufel. Was hat der Teufel mit einem sündlosen Menschen zu schaffen? Nichts. Und weil er mit ihm nichts zu schaffen hat, deshalb hat er solche panische Angst. Amen. Das ist der Grund, warum er Angst hat. Weil der Grundsatz in der geistlichen Welt, der generelle Grundsatz, das kannst du dir merken, das kannst du dir aufschreiben, wo auch immer hin, hinter die Ohren oder sonst wo, in dein Notizbuch, auf dein Handy. Aber das kannst du dir merken. Wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Amen. Amen. Wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Wovon du nicht frei bist, darüber hast du nur begrenzt oder keine Autorität. Aber wovon du frei bist, womit du nichts zu schaffen hast, darüber hast du Autorität. Diese Dämonen, sie sahen Jesus, sie spürten Jesus, sie spürten seine Gegenwart, sie spürten, was über seine Stimme transportiert kam, und sie merken sofort, wir und er, nichts miteinander gemein. Deshalb der Autorität über uns. In Kurzsprache. Und deswegen wussten sie, was auch immer Jesus ihnen sagen würde, was auch immer Jesus befehlen würde, sie würden es tun müssen. Weil der, der mit ihnen nichts zu schaffen hat, hat Autorität über sie. Amen. Wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Wer frei ist vom Anrecht des Teufels, hat Autorität über die Quälgeister des Teufels. Und weißt du, Quälgeister gibt es viele. Quälgeister gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt Quälgeister in der Seele, ja, Quälgeister von Ängsten, Quälgeister von gedanklichen Zwängen. Wir hatten es vorher von psychischen Störungen. Das sind Quälgeister, ja, die Menschenseelen quälen wollen. Auch Süchte sind Quälgeister. Ja, sie zwingen dich, bestimmte Substanzen zum Beispiel zu nehmen, von denen du genau weißt, dass sie dir nicht gut tun. Ja, sie zwingen dich, bestimmte Dinge deinem Körper zuzuführen, die dir nicht gut tun. Süchte zeigen Bereiche der Seele auf, die nicht unter der Kontrolle dessen sind, dem diese Seele gehört. Das sind Quälgeister. Amen. Wie viele von euch sind schon mal einem Quälgeist begegnet? Halleluja. Okay, Quälgeister in der Seele, aber genauso auch Quälgeister im Körper. Quälgeister im Körper, zum Beispiel ständige Entzündungen im Körper, ständige Infekte im Körper. Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Menschen jeden Infekt bekommen, der irgendwo rumfliegt, und andere Menschen scheinen keinen zu bekommen? Kann es auch, natürlich sagst du, ja, das Immunsystem ist schwach und so weiter. Ja, mag sein, aber es kann auch durchaus sein, es gibt solche Quälgeister von Krankheit. Wie viele von euch haben schon mal mit Menschen zu tun gehabt, wo, wenn das eine zu Ende war, kam immer sofort das nächste. Und das eine hatte mit dem anderen gar nicht unbedingt was zu tun. Zuerst ein Infekt, dann plötzlich das Bein gebrochen, dann wieder, keine Ahnung, was dann als nächstes kommt, plötzlich irgendein Geschwür im Magen. Eines immer gibt es andere. Chronische Krankheiten. Ja, Quälgeister. Amen. Quälgeister. Wie von euch sind schon mal Quälgeister im körperlichen Bereich begegnet? Ja, Quälgeister, die sogar bösartiges Zellenwachstum bewirken können. Ja, Tumore zum Wachstum bringen, Krebs auslösen können.
Ich sage damit nicht, dass jede Krankheit auf einen dämonischen Geist zurückzuführen ist. Das, bitte zitiere mich nicht mit einer solchen Aussage. Aber ich sage, es kann die Ursache sein. Es können Quellgeister dahinter sein. Und insbesondere, weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, ja, in meiner Familie, da ist es immer so, wir bekommen, bei uns haben alle Diabetes oder bei uns kriegen alle Darmkrebs oder bei uns haben alle dieses oder jenes. Weißt du, dann ist ein Zeichen dafür, dass der Teufel einen Quellgeist in diese Familie eingeschleust hat, der sich irgendwo über Vererbung, ja, es gibt vielleicht auch eine medizinische Erklärung dafür, aber weißt du, das, letztendlich ist es so, jeder Quellgeist bekommt sein Anrecht an der Sünde und jeder Mensch von Natur aus ohne Jesus steht unter der Erbsünde und somit kann der Teufel Dinge einschleusen. Amen. Allergien zum Beispiel. Immunsystem, Dinge, die das Immunsystem schwächen, Hautkrankheiten, was auch immer. Weißt du, es gibt so unterschiedliche Formen von Quellgeist. Und ich meine, wenn sich jemand die ganze Zeit jucken muss oder jemand die ganze Zeit extreme Schmerzen hat, wie Feuerstiche oder wo auch immer irgendwo am Körper, das sind Quellgeister. Amen. Und weißt du, in Jesus hatte der Teufel nichts. Deshalb war Jesus nicht belastet von Dämonen. Und deshalb war Jesus auch nicht krank. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass jede Krankheit auf einen dämonischen Geist in deinem eigenen Leben zurückzuführen ist, sondern ich sage einfach, dämonische Geister bekommen Anrecht durch die Sünde. Und die Bibel sagt, jeder Mensch außer Jesus ist von Natur aus gefallen und hat damit dem Teufel ein Anrecht geboten. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden und ich euch jetzt nach Hause schicken würde, wäre es eine schlechte Nummer heute Morgen. Sagst du, oh ja, tragisch mit dieser Menschheit, ja. Es ist tragisch mit dieser Menschheit, aber die gute Nachricht kommt. Amen, sag mal die gute Nachricht. Was führt dazu, logischerweise nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, was führt dazu, dass wir Autorität über diese Quellgeister bekommen? Was führt dazu, dass wir Autorität über Krankheit, Autorität über dämonische oder seelische Probleme bekommen? Was führt dazu, dass wir Autorität bekommen? Wenn du aufgepasst hast, dann ist die Antwort ganz einfach. Das Anrecht muss weg. Amen. Was haben wir mit dir zu schaffen? Es muss diese klare Trennung zwischen uns und jedem Anrecht des Teufels kommen. Das heißt mit anderen Worten, das Problem der Sünde muss erledigt sein. Jetzt sagst du, ja, wie erledige ich das Problem der Sünde? Jetzt kommt die wirklich gute Nachricht. Die wirklich gute Nachricht lautet, du musst es nicht mehr erledigen. Jesus Christus hat es für dich erledigt. Halleluja. Vor 2000 Jahren, als er ans Kreuz ging, starb mit ihm die gefallene, sündige Natur des Menschen. Und als er wieder auferstand aus den Toten, stand mit ihm eine neue, göttliche Natur im Menschen auf. Jeder, der seinem Wort, jeder, der seinem Evangelium glaubt, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Und dieses Neue hat mit dem Teufel nichts mehr zu schaffen. Diese neue Schöpfung bietet dem Teufel kein Anrecht mehr. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser empfängst, nimmst du dem Teufel im Geist jegliches Anrecht auf dich. Du wirst dann, gemäß 1. Johannes 4,17, du wirst wie Jesus ist in dieser Welt. Du wirst, gemäß 2. Korinther 5,21, du wirst zur Gerechtigkeit Gottes in Christus. Was hat der Teufel mit der Gerechtigkeit Gottes noch zu schaffen? Nichts. Was er mit dir? Nichts in Christus. Also deswegen kann Jesus sagen in Lukas 10,19 zu seinen Jüngern, siehe, ich habe euch Autorität gegeben. Auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und er spricht natürlich von dämonischen Mächten, nicht nur von natürlichen Schlangen und Skorpionen, die vielleicht auch, wenn sie dir in die Quere kommen. Aber in erster Linie geht es um eine geistliche Realität. Und er sagt, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts, sag mal nichts, und nichts wird euch schaden. Amen. Und nichts wird euch schaden. Warum? Weil er, der Teufel, der Quäler, der Quälgeist und du nichts miteinander gemein haben. Deshalb hast du Autorität
und der Teufel hat keine. Amen. Ist sehr einfach. Manchmal sagen Christen, ja, wie viel Macht hat der Teufel noch? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn du dem Evangelium glaubst, keine. Keine. Halleluja. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt das Sündenproblem also mit Jesus ein für alle Mal erledigt ist, ja, und wenn jeder Christ in Christus die Gerechtigkeit Gottes ist, ohne jegliches Anrecht für die Sünde, warum gibt es dann trotzdem noch Christen, die gepiesackt werden von Quälgeistern? Das ist jetzt eine wichtige Frage, oder? Verstehen wir uns schon richtig? Du hast auch schon mal erlebt, dass, vielleicht nicht du, aber vielleicht jemand, den du kennst, der wieder jemand kennt, der schon mal gepiesackt worden ist von einem Quälgeist. Amen. Warum ist das so? Warum gibt es trotzdem noch Christen, die gepiesackt werden in ihrer Seele und in ihrem Körper? Warum ist das so? Eine wichtige Antwort können wir sehr einfach geben. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich nicht nur eine einzige Antwort, aber eine wichtige Antwort ist definitiv die. Wir als Menschen, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Sag mal, ich bin Geist, ich habe eine Seele und ich wohne in einem Körper. Wenn du von Neuem geboren wirst, wenn Jesus Christus in dich einzieht, dann zieht er in deinen Geist ein. Amen. Das heißt, dein Geist wird von Neuem geboren. Dein Geist wird eine neue Schöpfung. Dein Geist wird die Gerechtigkeit Gottes. Dein Geist wird vollkommen. In deinem Geist hat der Teufel nichts. Kein Christ kann in seinem Geist einen Dämon haben. Das ist unmöglich, weil Jesus und der Teufel haben nichts miteinander zu schaffen. Wenn Jesus in deinem Geist ist, dann kann dein Geist nicht mehr dämonisch belastet werden. Aber du hast noch eine Seele und du wohnst in einem Körper. Und in deiner Seele können noch die Reste oder die Folgen oder die Spuren der Sünde sozusagen sitzen und damit sozusagen wie ein Andockpunkt für den Feind bieten. Ja, in deiner Seele, ich spreche nicht von deinem Körper. Ja, der Punkt ist der, das Leben unter der Herrschaft der Sünde, und jeder von uns hat unter der Herrschaft der Sünde gelebt, bevor er wirklich bewusst und im Glauben Jesus Christus angenommen hat. Jeder, dessen Samen und Eizelle im Leib seiner Mutter verschmolzen wurde, kam in dem Moment unter die Macht der Sünde. Paulus sagt, wir haben alle gesündigt und wir ermangeln die Herrlichkeit Gottes, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch Jesus Christus. Das heißt, wir alle haben mehr oder weniger in unserem alten Leben irgendwo Punkte, wo wir gesündigt haben oder wo an uns gesündigt wurde auch. Ja, weil die Sünde einfach noch in dieser Welt ist. Sie sitzt in den Seelen der Menschen, und diejenigen, die nicht von neuem geboren sind, deren Geist ist tot, und damit haben sie der Sünde nichts entgegenzusetzen. Die Sünde ist noch in dieser Welt und sie versucht, ich sag mal, Markierungen zu setzen in Seelen. Das Ergebnis aber von Sünde, was ist das Ergebnis von Sünde? Römer 6, 23. Tod. Das Ergebnis von Sünde ist Tod. Sünde bringt immer Tod hervor. Mit anderen Worten, du kannst so sagen, jede Form von Sünde, sprich Zielverfehlung, Vorbeigehen am Plan Gottes in deinem Leben, hinterlässt in irgendeiner Form Tod in deiner Seele zunächst mal. Jede Sünde, die auch an dir begangen wird, hinterlässt zunächst einmal Tod. Ich meine, einfach ist es nachzuvollziehen, wenn jemand zum Beispiel missbraucht worden ist, als Kind beispielsweise. Das hinterlässt eine Wunde des Todes in ihrer Seele. Jemand hat an dir gesündigt. Vielleicht bist du nicht missbraucht worden. Vielleicht bist du gemobbt worden. Vielleicht wurdest du bloßgestellt. Jetzt vor 3 Wochen habe ich für eine Frau gebetet. Das war wirklich sehr stark. Sie hat mir jetzt ihr Zeugnis geschickt. Ich glaube schon mehr als 3 Wochen. Es war irgendwann Anfang März. Ja, 6 Wochen müssen es dann her sein. Oder 7 sogar. Und ich habe dafür für sie gebetet. Und sie kam zu mir und sie erzählte mir wirklich diese herzzerreißende Geschichte. Sie sagte, als kleines Mädchen, da kam eine Nachbarin zu uns Kindern und sie hat den ganzen Kindern gesagt und hat gesagt, hier, ich bringe euch Kuchen, ich habe tollen Kuchen, aber den Kuchen bekommen nur die, die nicht mit diesem Mädchen spielen.
Und dieses Mädchen stand jetzt vor mir einige Jahrzehnte später und sagt, seit diesem Zeitpunkt habe ich immer mit Ablehnung zu tun in meinem Leben. Seit diesem Zeitpunkt. Weißt du, das war ein Einfallstor. Das war eine Markierung der Sünde in ihrer Seele. Das war eine Wunde in ihrer Seele. Und sie sagt, seitdem habe ich immer Probleme mit Ablehnung. Ich kann keine Beziehungen aufrechterhalten. Nichts funktioniert. Ich habe immer Probleme mit Ablehnung. Und ich habe für sie gebetet und habe wirklich bin an diese Wunde drangegangen und habe diesen Geist der Ablehnung aus ihrer Seele vertrieben. Und jetzt 7 Wochen später schrieb sie mir eine E-Mail. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo da. Mal schauen, dann kann ich es euch sogar vorlesen, wenn ich es finde. Halleluja, weil es hat mich so gefreut, es zu hören. Genau hier schreibt sie, ich leide seit meiner frühesten Jugend unter Ablehnung. Und dann schreibt sie die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und dieses Trauma habe ich durch mein ganzes Leben getragen, bis ich am 7. März Pastor Georg Karl habe für mich beten lassen. Er gebot, dem Geist der Ablehnung zu gehen und er musste gehen. Seitdem erlebe ich immer mehr Annahme und fühle mich geliebt. Halleluja, gelobt sei Gott. Amen. Preist den Herrn. Weißt du, das sind... Ich sag mal, Wunden des Todes in der Seele. Das sind Markierungen der Sünde in der Seele. Mit jeder Sünde, die du begehst, auch wenn du sie jetzt noch als Christ begehst, du kannst ja in deiner Seele noch sündigen, obwohl dein Geist vollkommen ist. Das Wort sagt, wer in Jesus bleibt, kann nicht sündigen. Wenn du in Jesus bleibst, kannst du nicht mehr sündigen. Aber deine Seele kann auch manchmal sündigen. Und jede Sünde, die du begehst, führt sozusagen, weißt du, ganz egal, was es ist, du sagst vielleicht, ja, klar, wenn du stiehlst, wenn du mit Drogendeals und so weiter, ist klar, dass das Wunden hinterlässt. Natürlich, das hinterlässt Wunden in der Seele, wenn du jemanden umbringst, das hinterlässt schwere Wunden. Ja? Wenn du einfach ständig den Partner wechselst und so weiter, das hinterlässt Wunden in deiner Seele, in deiner und auch in der Seele der anderen, die beteiligt sind. Es hinterlässt Wunden, aber genauso hinterlässt es Wunden, wenn du dein Leben lang über andere Menschen lästerst, negativ redest, andere Mobs oder einfach tratscht und klatscht. Das hinterlässt auch Wunden und zwar nicht nur in den Menschen, über die du vielleicht negativ redest, sondern es hinterlässt auch Wunden in deiner eigenen Seele, weil der Lohn der Sünde, sagt Paulus Römer 6,23, ist der Tod. Das heißt, jede Sünde hinterlässt immer Tod in unserer Seele. Ja? Und jetzt, wenn wir in Jesus unterwegs sind, verliert die Sünde ihre Macht. Und je mehr wir in ihm unterwegs sind, umso weniger können wir noch sündigen. Und wenn wir es nochmal tun, dann haben wir 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir haben jederzeit das Blut Jesu Christi für uns zur Verfügung. Aber wir müssen dieses Blut auch in Anspruch nehmen, manchmal gezielt in Anspruch nehmen, insbesondere dann, wenn wir feststellen, ja, wir haben in unserem alten Leben definitiv gesündigt, ja, andere haben an uns gesündigt und das sind noch diese Markierungen des Todes irgendwo in unserer Seele. Verstehst du? Wenn wir das feststellen, dann ist dringend an der Zeit, das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen. Halleluja. Und heute Morgen wollen wir diese Befreiung empfangen. Amen. Bist du bereit? Halleluja. Bist du bereit? Ich werde es noch ein bisschen genauer erklären. Pass auf, wir gehen noch zu einer zweiten Bibelstelle. Markus Kapitel 5. Das ist auch eine ganz heiße Stelle. Die Heilung des besessenen Gerasseners. Da kannst du viel, viel herauslesen. Da kannst du viel lernen an dieser Geschichte. Markus Kapitel 5, ab Vers 1. Da heißt es, und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot ausgestiegen war, begegnete ihm sogleich, schon wieder sogleich, sag mal sogleich. Es begegnete ihm sogleich, also als er das Gebiet betrat, begegnete ihm sogleich einer. Und zwar von den Grüften her, also von den Gräbern her, ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Aha. Manchen fängt es schon an zu klingeln. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. In der Amplified-Übersetzung wird übersetzt, und er schlug sich und verletzte sich und schnitt sich mit Steinen. Es ist interessant,
Wie von euch haben schon mal davon gehört oder wie viele von euch kennen jemanden in ihrem eigenen Umfeld, vielleicht ein Teenager, das ist oft bei Teenagern der Fall, gerade auch bei Mädchen, die sich selber ritzen in den Körper mit Rasierklingen. Wie viele kennen da jemanden? Ich möchte nur mal sehen, Interesse. Sind einige, ja. Viele. Weißt du, das ist wirklich eine Geißel unserer heutigen Zeit. Sie verletzen sich selber, sie zerschneiden sich selber. Genau das hat der besessene Gerasener getan. Er hat sich selber geschnitten, er hat sich selber verletzt. Die interessante Frage ist die, warum hat er das getan? Offensichtlich haben ihn Geister gequält. Aber warum haben ihn Geister gequält? Ja, jetzt pass auf, lesen wir weiter. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und er schrie. Und wieder sind es die Dämonen, die schreien, ist genau das gleiche Spiel wie Markus 1. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus? Sohn des Höchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Wieder genau die gleiche Aussage. Was, wir und du. Wieder genau die gleiche griechische Formulierung. Was, ich und du. Und Jesus fragt ihn und sagt, was ist dein Name? Und er spricht, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Eine Legion waren mindestens 3000 Soldaten damals im Römischen Reich. Also kannst du davon ausgehen, 3000 dämonische Kämpfer waren in diesem Mann drin und haben ihn so zugerichtet. Und jetzt kommt's, diese Dämonen bitten ihn und sagen, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Offensichtlich waren es Geister über der Region, es waren Geister in dieser Gegend. Es ist interessant, in dem Moment, wo Jesus den Fuß auf diese Gegend setzte, kam dieser Mann ihm entgegen von den Grüften. Die Geister wurden aufgescheucht. Es waren Geister im Luftraum über dieser Region. Und diese Geister hatten sich offensichtlich in der Seele dieses Besessenen konzentriert. Und jetzt ist die interessante Frage, warum haben sie sich in der Seele dieses Besessenen konzentriert? Mit Jesus hatten sie nichts zu schaffen, aber offensichtlich hatten sie etwas mit dem Besessenen zu schaffen. Was hatten sie mit ihm zu schaffen? Ich sage dir, ein Hinweis, ein wichtiger Hinweis wird uns hier gleich mehrmals immer wieder genannt. Deswegen ist es offensichtlich dem Schreiber des Markus-Evangeliums sehr wichtig, das zu betonen. Er sagt nämlich, dieser Mensch wohnte bei den Grabstätten. Er wohnte bei den Gräbern. Was ist ein Grab? Was ist ein Grabstein? Eine Grabstätte? Eine Grabstätte ist nichts anderes. Du kannst es so definieren, auch vom Griechischen her. Kannst es so definieren, das griechische Wort sagt es auch. Ist ein Erinnerungszeichen. Sag mal Erinnerungszeichen. Ist ein Erinnerungszeichen für Tod. Ist ein Erinnerungszeichen für Schmerz. Ist ein Erinnerungszeichen für Traumata. Ist ein Erinnerungszeichen über etwas, was in der Vergangenheit Schlimmes, Traumatisches passiert ist. Ist ein Erinnerungszeichen für eine Wunde. Warum hat sich der Besessene zu diesen Gräbern hingezogen gefühlt? Ganz einfach, weil seine eigene Seele voller Wunden war. Amen. Weil seine eigene Seele voller Wunden war, die die Sünde geschlagen hatten. Und zwar nicht nur seine eigene vermutlich, sondern auch die aus seiner Umgebung. Es steht nicht genau näher, wie er traumatisiert worden ist, was alles passiert worden ist, ob er missbraucht worden ist, ob er geschlagen worden ist, ob er gemobbt worden ist, was auch immer es war. Aber etwas war in seiner Seele, es war eine Wunde in seiner Seele, eine Todeswunde in seiner Seele oder mehrere Todeswunden in seiner Seele. Und diese Todeswunden zogen ihn hin zu den Gräbern, sie zogen ihn hin zu diesen Erinnerungszeichen. Und weißt du, genau so gibt es in den Seelen auch noch manche Christen, gibt es wie Erinnerungszeichen in der Seele. Grabsteine für vergangene Verletzungen, Grabsteine für vergangene Traumata, Grabsteine auch für vergangene Sünde, wo du gesündigt hast oder andere an dir gesündigt haben. Und jetzt ist noch diese Wunde da. Ja, du weißt, Jesus hat mir vergeben. Jawohl, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ja, aber in deiner Seele ist noch dieses Erinnerungszeichen. Kannst du sehen? Und solange dieses Erinnerungszeichen da ist, hat Legion das Recht, sich in dir aufzuhalten. Verstehst du? Deswegen war der Mann so besessen, weil er hat sich
aufgehalten, da wo der Tod ist. Er hat sie aufgehalten, da wo die Erinnerungszeichen des Todes sind. Und das hat dem Teufel das Anrecht gegeben. Das hat dem Teufel oder den Dämonen, die in der ganzen Region ja waren, es waren ja regionale Geister, hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ausgerechnet in ihm zu manifestieren. Und als Jesus sie dann bedrohte, da sagen sie voller Angst, schick uns nicht aus der Gegend fort, weil wir sind hier zu Hause. Wenn wir schon aus diesem Mann rausgehen müssen, dann bitte wenigstens nicht aus der Gegend. Und Jesus ist ja gnädig, ja, und er lässt sie in die Schweine fahren. Nur für die Schweine war es kein so gutes Endergebnis. Du kennst es ja, erlaubt es ihnen, heißt es, und die unreinen Geister fuhren aus dem Besessenen und fuhren in die Schweine. Und die Herde stützte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Das ist interessant. Sie fürchteten sich. Warum fürchteten sie sich? Sie fürchteten sich, weil sie sahen, da ist einer, der hat ja sogar Autorität über eine ganze Legion von Dämonen. Wow, was für eine Power! Aber weißt du, ich sag's nochmal, woher kam die Power von Jesus? Nicht deswegen, weil er so laut schrie oder weil er so viel Kraft in seinen Händen hatte oder weil er so gut mit dem Fuß aufstampfen konnte oder sonst irgendetwas oder einfach so ein mächtiger Mann war von Natur aus, weil er immer im Fitnessstudio war und sich kräftig auftrainiert hat oder immer sein Gedankentraining gemacht hat, sein mentales sich immer aufgepowert hat und so weiter. Nein, weißt du, der Grund, warum er einfach Autorität hatte über diese Legion, über der Region sozusagen, ja, warum er einfach mit einem Wort sagen konnte, wo sie hinzugehen hatten. Der einzige Grund war der, was haben wir mit dir gemeinsam? Nichts. Sie hatten nichts mit ihm gemeinsam. Er war frei von ihrem Einfluss. Und deshalb hat er Autorität über sie. Amen. Ganz einfach, ganz unspektakulär. Wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Und heute Morgen hier möchte ich dich lehren und wollen wir auch gleich das zusammen praktizieren, aber es ist nicht nur für heute Morgen, sondern überhaupt für dein Leben. Es geht darum, dass du volle Autorität gewinnst über all die Quälgeister in deiner Seele und all die Quälgeister in deinem Körper. Und wenn sie Legion heißen und wenn es regionale Dämonen sind, manche Menschen, die haben einfach so diese Vorstellung, wow, in mir sind alle Geister meines Ortes drin. Es gibt's, ja, habe ich schon gehört, solche Dinge. Weißt du, ganz egal, wie viele es sind, ganz egal, wie lange sie da drin sind. Wenn einer kommt, an dem sie nichts haben, dann müssen sie gehen. Amen. Und dieser eine kannst du sein. Und wenn es in deiner Seele noch Orte gibt, die dem Teufel noch irgendein Anrecht bieten, dann müssen diese Orte heute verlassen werden. Und dann werden sie verlassen. Heute wirst du die Grabstätten verlassen in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Die Grabstätten in deiner Seele. Verstehst du? Die Erinnerungszeichen für vergangenen Tod, die Erinnerungszeichen für Folgen der Sünde in der Vergangenheit. Weißt du, die Ursünde ist ja, das ist ja eigentlich sehr einfach. Die Ursünde ist ja einfach, sagt der Jesus, es ist die Sünde, dass wir ihm nicht geglaubt haben. Weißt du, immer wenn du Jesus misstraust, immer wenn du ihm nicht glaubst, dann schlägst du deiner Seele letztendlich eine Wunde. Und diese Wunde muss verlassen werden, muss sich schließen, muss erledigt werden, muss entfernt werden. Aber in dem Moment, wo sie entfernt wird, was passiert dann? Halleluja, du gewinnst Autorität über jeden einzelnen Quälgeist, der irgendwo noch versucht hat, deine Seele zu quälen. Und sie müssen gehen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, was tun wir? Was tun wir? Wie kommen wir jetzt in diese Autorität konkret und praktisch rein? Das Erste ist, wir identifizieren die Gräber in unserem Leben. Amen. Und wie gesagt, ich meine damit jetzt nicht, dass wir alle möglichen Geschichten analysieren oder so, sondern du merkst genau, weißt du, wenn da
zum Beispiel, wenn du genau reinhörst und du merkst, wow, da ist einfach noch so eine Enttäuschung in mir, in Bezug auf Menschen zum Beispiel. Und du weißt genau, du kannst es zurückführen auf eine Situation in deiner Vergangenheit, wo jemand dich bloßgestellt hat oder wo jemand dich verletzt hat oder wo jemand dich, wie auch immer, falsch behandelt hat. Ja, dann ist das offensichtlich so eine Grabstelle. Oder wenn du ganz genau weißt, ich habe in meiner Vergangenheit andere Menschen verletzt durch das, was ich getan habe, ja, durch was auch immer, durch Stehlen, Lügen, Betrügen, Drogenhandel, keine Ahnung, Ehebruch, Unzucht, was auch immer es sein mag. Ja? Hast du andere Menschen verletzt, weißt du, dann ist das Blut Jesu Christi dafür da, um zuerst, das ist das Erste, was wir tun, du nimmst das Blut Jesu Christi in Anspruch für die Vergebung von deiner Sünde. Weil das Erste, was du brauchst, ist Vergebung, ist die Gerechtigkeit Gottes, muss wiederhergestellt werden. Und dazu hast du 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7 bis 9, ja, wo es ja heißt, ich lese es vor, Halleluja, preis den Herrn. Wie von euch lernen was heute Morgen? Halleluja, preis den Herrn. 1. Johannes 1, 7 bis 9 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Amen. Das Blut Jesu ist da, um dich zu reinigen von jeder Sünde. Das heißt, als Erstes nimmst du das Blut Jesu Christi in Anspruch für die Punkte, wo du gesündigt hast. Ich spreche jetzt von den Dingen, die du noch nie unter das Blut genommen hast natürlich. Du musst nicht alles dreimal und fünfmal machen. Ja, aber das, was du noch nicht unter das Blut genommen hast, nimmst du unter das Blut Jesu. Und das Zweite ist, wenn jemand anders an dir gesündigt hat, dann nimmst du auch dafür das Blut Jesu. Amen. Und du vergibst dieser Person und du segnest diese Person mit dem Blut Jesu Christi. Ja, und damit nimmst du der Wunde in deiner Seele, die diese Situation geschlagen hat, nimmst du ihr das Anrecht. Ja, du löst dich auch von der Gegensünde. Verstehst du, es kann sein, jemand hat gegen dich gesündigt, du musst ihm vergeben. Aber weil er gegen dich gesündigt hat, hast du wieder zurückgesündigt, nämlich zum Beispiel, indem du ihn gehasst hast. Das ist auch Sünde. Amen. Vielleicht hast du negativ über ihn geredet, hast jedem erzählt, oh, weißt du, was der mir angetan hat? Oh, wow, da. Damit hast du wiederum deine eigene Seele verletzt. Weil damit hast du gesündigt. Dann brauchst du dafür auch das Blut Jesu. Amen. Das heißt, alles, was im Zusammenhang steht mit Sünde, muss unter das Blut Jesu. Und kommt unter das Blut Jesu, weil dafür ist Jesus gestorben. Amen. Dafür ist sein Blut geflossen. Er sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, Vers 9, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Heute Morgen wird deine Seele gereinigt von jedem Anrecht des Feindes. Gereinigt, weißt du, eine Grundreinigung. Eine gründliche Grundreinigung. Meister Propper. Ich glaube, gibt es heute nicht mehr, aber... Früher, gibt es immer noch, ja? Gibt es immer noch den Slogan, Meister Propper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann? Das war mal der Slogan, als ich Kind war. Ja, weißt du? Und da musst du, weißt du, da musst du so einen Fleck, wenn so ein Fleck in deinem Kleid ist oder in deinem Stoff ist, dann musst du diesen Fleck gründlich einreiben. Nicht einfach nur mal kurz unter das kalte Wasser halten. Da ist der Fleck noch nicht weg. Die Hausfrauen nicken alle, ja, genau. Und die Hausmänner auch, Halleluja. Und die Männer, die von ihrer Frau was zu hören kriegen, wenn sie wieder irgendwo einen Fleck reingemacht haben, die nicken auch. Ja, weil es geht nicht so einfach. Amen. Also nicht einfach so durch kaltes Wasser, sondern es muss grundgereinigt werden, es muss eingeweicht werden. Ja? Und dann löst sich der Fleck auf. Amen. Also heute machen wir diese Einweichung in das Blut Jesu Christi. Amen. Bist du bereit dafür, dass einzelne Bereiche deiner Seele eingeweicht werden in das Blut Jesu Christi? Wie viele von euch sind bereit? Weil das ist das Erste, was wir tun. Und das Zweite, was wir tun, und das ist genauso wichtig, weil hier machen manche Christen schon Schluss an dem Punkt, sagen, okay, ich habe das Blut Jesu Christi genommen, alles gut. Also das Zweite ist, wie ich gesagt habe, die Sünde hat ja Wunden in deiner Seele hinterlassen. Das heißt, sie hat Orte des Todes hinterlassen in deiner Seele. Sie hat unter Umständen Verhaltensweisen, unbewusste Denkstrukturen in deiner Seele hinterlassen, die dich jetzt noch sozusagen an bestimmten Punkten belasten und die dem Teufel vielleicht jetzt sogar noch ein Anrecht bieten, dich krank zu machen oder dich seelisch zu binden. Ja, sie haben Dinge hinterlassen, diese Wunden.
Und was machst du für diese Wunden? Was passiert mit diesen Wunden? Ganz einfach, du musst nicht nur das Blut Jesu Christi in Anspruch nehmen, sondern du musst auch die Kraft der Auferstehung von Jesus in Anspruch nehmen und in deine Wunde hineinsprechen. Die Kraft der Auferstehung. Halleluja, die Dynamis-Power Gottes. Sag mal Dynamis. Also Dynamis im Griechischen, das ist ein gewaltiges Wort, das heißt nicht nur Kraft, sondern das heißt auch Wunderwirkung. Das heißt Macht, das heißt Wirksamkeit, Fähigkeit Gottes. Du musst die Fähigkeit Gottes, die Wirksamkeit Gottes, die Auferstehungskraft Jesu Christi in dieses versteckte Grab in deiner Seele hineinleiten. Das muss sagen, Herr, ich nehme die Dynamis-Power für diese Wunde jetzt in Anspruch. So, dass diese Wunde nicht nur heilt, sondern dass dieses Erinnerungszeichen aus meiner Seele entfernt wird. Amen. Ich will keiner mehr sein, der bei den Grabstätten sich aufhält. Amen. Und meine Seele soll sich nicht mehr länger bei irgendeinem Grab aufhalten. Also es kann irgendwas, es kann ein Trauma sein, für das du gar nichts konntest. Vielleicht hattest du eine Fehlgeburt als Frau mal. Und das ist wie ein Trauma noch, das ist ja auch im Körper ein Trauma. Und somit wirkt es sich ja auch auf die Seele aus. Ja? Und da ist es wichtig, dass wir diese Dynamis-Power in Anspruch nehmen, damit diese Wunde sich schließt und dieses Erinnerungszeichen entfernt wird und das Leben Gottes dahin kommt, wo vorher tot war. Amen. Und dann das Dritte, wenn du das getan hast, dann hast du jeden Fleck gründlich, meisterpropermäßig rausgewaschen und dann hast du Autorität. Und dann musst du nur noch, und dann müssen wir nur noch diesen Geistern, die dich gequält haben, diesen Krankheitsgeistern, diesen seelischen Quälgeistern, was auch immer es ist, was auch immer sich immer wiederholt, und auch diesen Familiengeistern, manchmal sind es Geister einfach in der Familie, Dinge, Gedankenstrukturen, die sich immer wiederholen, von Generation zu Generation, Zwänge, die sich immer wiederholen, auch bestimmte Sünden, die sich scheinbar immer wiederholen. Manche Familien scheinen besonders anfällig für Ehebruch zu sein, andere Familien sind besonders anfällig für Lästerei. Ja, das sind Familiengeister. Aber egal, wo auch immer sich diese Geister aufgehalten haben, sie müssen gehen, weil sie sind uns untertan, weil sie werden nämlich in dem Moment, wo du das Blut Jesu in Anspruch genommen hast, wo du die Dynamis-Power für die Wunde in deiner Seele in Anspruch genommen hast, dann werden die Dämonen dich anschauen in dem Moment, wo du beginnst, ihnen zu befehlen und werden sagen, was wir und du? Was du und ich? Was haben wir mit dir noch zu schaffen? Nichts! Quäle uns nicht! Und dann sagst du, okay, ich quäle euch nicht, sondern ich sage einfach, verstumme und fahr aus. Amen, machen wir es kurz und schmerzlos. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, weil das Anrecht verschwunden ist. Der Teufel hat in uns nichts mehr. Er hat in uns nichts mehr im Geist. Und in dem Moment, wo diese Wunden geschlossen sind, hat er auch nichts mehr in unserer Seele. Und damit hat er auch nichts mehr in unserem Körper. Und er muss einfach unser Leben verlassen. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir machen jetzt eine gründliche Einweichung heute Morgen, okay? Eine gründliche Einweichung. Wie von euch sind bereit für eine gründliche Einweichung? Ja, wir machen jetzt ein Power-Soaking. Verstehst du? Das ist jetzt, es gibt unterschiedliche Arten von Soaking. Ja? Die eine Soaking ist einfach so dieses Peace-Soaking, okay, so schön, Halleluja, in der Gegenwart Gottes. Und jetzt machen wir heute Morgen ein Power-Soaking. Und das Power-Soaking führt dazu, dass Power in deine Seele hineinkommt und alles, was da nicht hineingehört, jede Wunde, jede Sünde, jeden Dämon, der sich da noch irgendwo hält, dein Körper und deine Seele verlässt. Amen. Boom. Power-Soaking. Halleluja. Halleluja. Okay, ihr könnt die Musik reintun. Halleluja. Streck einfach mal deine Hände aus. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du derjenige bist, der keine Gemeinsamkeit hat, Herr, mit dem Teufel und all seinen Helfershelfern. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du und der Teufel nichts gemein haben, Herr. Und Jesus, ich danke dir, dass du für uns zur Sünde wurdest, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in dir. Danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Für jede Schuld und Sünde. Ganz egal wie schwer, ganz egal wie leicht, ganz egal wie klein, ganz egal wie groß. Du
hast dein Blut vergossen für unsere Sünden. Halleluja. Und jetzt leg einfach mal deine Hand auf dein Herz und sprich mir einfach nach und sag: Vater, im Namen Jesus nehme ich jetzt das Blut Jesu Christi in Anspruch. Für jede vergangene Sünde in meinem Leben, die dem Teufel noch irgendein Anrecht gibt, ich löse mich von dieser Sünde. Und ich danke dir, Jesus, für deine Vergebung. Ich nehme dein Blut in Anspruch. Für mich und für alles, was ich getan habe. Für jede einzelne Sache. Und wenn dir etwas kommt, was du selber getan hast, wo du weißt, das ist eine Sünde, die jetzt gerade hochkommt, etwas, was der Heilige Geist dir zeigt, dann sag einfach: Ich bitte dich um Vergebung für. Und dann sagst du einfach das, was er dir gezeigt hat. Okay? Sag es ihm einfach gerade jetzt. Sag es ihm einfach gerade jetzt. Und Jesus, wir nehmen dein Blut in Anspruch. Wir nehmen dein Blut. Wir nehmen dein Blut für alles, für jeden todbringenden Punkt im Leben dieser kostbaren Söhne und Töchter. Auch du über Livestream, mach das einfach mit. Halleluja. Wir nehmen das in Anspruch. Halleluja. Und jetzt sag einfach auch: Und in dem Namen Jesus vergebe ich jedem, der gegen mich gesündigt hat. Ich lasse diese Person los. Und ich besprenge sie mit dem Blut Jesu Christi. Jeder, der mich verletzt hat, missbraucht hat, gequält hat oder einfach an mir gesündigt hat, ich vergebe ihm oder ihr jetzt. Und wenn eine Person einfach immer jetzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagt einfach: Ich vergebe, und dann sagt den Namen. Wenn es mehrere Personen sind, dann sag einfach diesen Namen, vergib einfach diesen Personen in deinem Leben. Halleluja. 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 Wir nehmen dein Blut. Ja, sag: Ich nehme das Blut Jesu. Und ich wasche diese Stelle in meiner Seele. Ich nehme das Blut Jesu. Auch für jedes Trauma, das mir zugefügt wurde. Für jeden Missbrauch. Für jedes Mobbing. Für jeden Zusammenbruch. Auch körperlichen Zusammenbruch. Für Insolvenz. Für Scheidung. Trennung. Ich nehme das Blut Jesu. Du kannst es ihm jetzt sagen. Du kannst ihm jetzt all die Dinge sagen, die dir hochkommen. Sei es eine persönliche Sünde, sei es jemand, der an dir gesündigt hat. Sei es ein Trauma, das du erlebt hast. Nimm einfach jetzt das Blut Jesu in Anspruch. Vergib und bitte um Vergebung. Mach es gründlich gerade jetzt. In Jesu Namen. Mach es im Glauben. Gründlich heißt im Glauben. Gründlich heißt nicht unbedingt 3 Stunden lang, sondern gründlich heißt im Glauben. Ich nehme das im Glauben in Anspruch. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Shakaramando Rabosha. Korabasakare. Nehmt das Blut Jesu in Anspruch. Oh, das ist Power Soaking. Das ist zu laut. Halleluja. Danke, Jesus. Korabasandara. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Nehmt es in Anspruch. Halleluja. Für dein Herz. Und jetzt sag ihm einfach: Ich löse mich von jedem Geist, der durch Wunden in meiner Seele
Anrecht gewonnen hat. Ich löse mich von jedem Mitglied von Legion oder sonst irgendeinem dämonischen Geist, der irgendwo in meiner Seele Anrecht gefunden hat. Halleluja. Halleluja. Von jedem Familiengeist, von jedem Geist meiner Umgebung, von jedem Geist meiner Kultur, der Gesellschaft um mich herum, regional oder national. Ich löse mich von jeder Macht der Finsternis. Und ich nehme jetzt in dem Namen Jesu Christi die Dynamis-Power Gottes in Anspruch, die Kraft der Auferstehung. Und ich setze diese Kraft der Auferstehung jetzt frei. Über der Wunde in meiner Seele, die durch die Macht der Sünde geschlagen wurde, durch das Wirken von Dämonen. Ich sage, ihr Geister, weicht. Ich nehme die Dynamis-Power Gottes in Anspruch. Und ich sage, Wunde, schließe dich. Und Wunde, sei geheilt. Ich trenne mich von dir. Ich trenne mich von jedem Erinnerungszeichen in meiner Seele jetzt. In dem Namen Jesus. Dynamis Power. Halleluja. Jetzt hinein in meine Seele. Jetzt hinein in meine Seele. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus und Vater. In dem Namen und in der Autorität Jesu Christi nehme ich jetzt hier im Raum stellvertretend für uns alle, ich nehme jetzt Autorität über jeden Quälgeist, der hier im Raum noch vertreten war. Die Wunden sind gewaschen, die Wunden sind geheilt, die Wunden sind in die Kraft der Auferstehung hineingenommen. Die Auferstehungskraft Gottes ist drüber gegangen, das Blut Jesu Christi hat gereinigt. So sage ich jetzt, in dem Namen Jesu Christi nehme ich Autorität über jeden Quälgeist der Seele in Jesu Namen. Wenn da ein Quälgeist in deiner Seele war, sei es Angst, sei es Depression, sei es gedankliche Zwänge, psychotische Gedanken, was auch immer, atme jetzt einfach mal aus. In Jesu Namen, raus! Oh. Raus aus jedem einzelnen Sohn und jeder einzelnen Tochter. Jetzt raus, verlass sie für immer. In Jesu Namen, raus aus diesem Raum. Kein Anrecht mehr. In Jesu Namen, raus aus diesem Raum. Raus aus dieser Region. Verlasse diese Söhne und Töchter jetzt. In dem Namen Jesu Christi, jeder Quälgeist. Oh, in dem Namen Jesus. Durch die Autorität dessen, der keine Sünde hat, durch die Autorität dessen, der die Gerechtigkeit Gottes ist, nehme ich Autorität über euch und ich sage, ihr weicht jetzt aus diesen Seelen. Oh, atme es aus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. 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 In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und in dem Namen Jesus nehme ich Autorität. Auch über jeden Geist, der chronische Krankheiten verursacht hat. Ja, chronische Müdigkeit. Raus aus den Seelen. Wenn ich was anspreche, was dich betrifft, oder du einfach spürst, du bist gemein, dann atme einfach aus. Lass es einfach los. Lass es einfach los jetzt. Chronische Müdigkeit verlässt den Raum. In Jesu Namen. Halleluja. 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 Bipolare Störung verlässt deine Seele. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Jetzt sei frei und los. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Geister von Krankheit. Chronische Krankheiten. In Jesu Namen. Chronische Infekte. Sinusitis. In Jesu Namen. Migräne. In Jesu Namen. Schlafstörungen. Hautkrankheiten. In Jesu Namen. Allergien. Raus in Jesu Namen. Raus jetzt, in Jesu Namen. Freiheit. Halleluja. Oh, da ist Autorität. Er hat nichts an uns. Da ist Autorität in seinem Namen.
Er hat nichts an uns. Halleluja, Halleluja. Chronische Belastungen, Geister von Diabetes, in Jesu Namen. Nicht jede Diabetes ist von dem Geist verursacht, aber manche, in Jesu Namen. Lass uns nicht theologisch spitzfindig sein, sondern wir sagen einfach, alles, was da nicht reingehört, muss jetzt raus in dem Namen Jesus. Halleluja. Kein Anrecht mehr. Kein Anrecht mehr. Oh, was haben wir mit dir zu schaffen? Du Geist von chronischer Krankheit, was haben wir mit dir zu schaffen, du Geist von chronischen seelischen Störungen? Nichts. Und deshalb verlässt du jetzt die Söhne und Töchter. Jetzt raus. Atme es aus in Jesu Namen, lass es los. Halleluja, was auch immer es ist, auch wenn ich es nicht ausspreche. Aber lass es, lass einfach raus, was es bei dir ist. Lass es raus in Jesu Namen. Lass es raus in dem Namen Jesus. Halleluja, Freiheit, auch über Livestream. Auch über Livestream, da ist der Geist der Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der ist dauerhaft frei. Depression hat nichts mehr an dir. Diese Geister haben nichts mehr an dir. Diese Geister von chronischer Unsicherheit, von chronischer Menschenfurcht, sie haben nichts mehr an dir. Diese Geister von Schüchternheit, sie haben nichts mehr an dir, sondern sie verlassen deine Seele jetzt in dem Namen Jesus. Wow. Lass es los, lass es raus in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, da ist Heilung, Heilung unter seinen Flügeln. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Ja, 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 ja. Weißt du, es gibt keine hartnäckigen Geister. Sondern es gibt nur die Frage, glaubst du, dass sie mit dir nichts zu schaffen haben? Dann müssen sie gehen. Jetzt. Und ich sage auch, ohne Theater, ohne Geschrei, Jesu Namen. Wenn ich bis drei zähle, dann muss der letzte Rest gehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Eins, zwei, drei, raus! Ja, in Jesu Namen. Eieieiei. Danke, Jesus, für deinen Sieg. Danke, Jesus, für deinen Sieg. Danke, Jesus, für deinen Sieg. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. 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 Wie viele von euch haben gerade jetzt gespürt, dass sie etwas verlassen haben? Streck einfach mal deine Hand aus. Wow, so viel kann ich gar nicht zählen. Das ist mindestens die Hälfte oder wenig zwei Drittel der Leute hier im Saal. Halleluja. Wie viele haben gemerkt, dass etwas von ihrer Seele runtergegangen ist? Und jetzt ist es wie so ganz leicht, das ist wie so ein Raum frei geworden. Bei wem ist das passiert? Oh ja, so viele. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie viel? Wie viele haben gespürt, dass ein Trauma, der sie vielleicht schon sehr lang gequält hat, du hast gemerkt, jetzt hat es dich verlassen und jetzt ist es so, es fühlt sich an, wie es sich nie zuvor angefühlt hat in deiner Seele. Es fühlt sich dann an, wie wenn so ein Riesenraum frei geworden wäre, der, wo du vorher gar nicht wusstest, dass überhaupt da ist. Wie viel empfinden es so? Wow. Überall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, überall. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, da ist der Ruf der Freiheit. Wir rufen Freiheit aus in unserem Land, haben wir vorher gesungen. Wir rufen Freiheit aus über den Söhnen und Töchtern. Wir rufen Freiheit aus über die, auch über Livestream. Wir rufen Freiheit aus in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt pass auf, wenn es noch eine körperliche Manifestation von diesen Wunden gegeben hat in deinem Körper, irgendeine körperliche Manifestation, dann einfach, bleib einfach stehen und ich spreche jetzt einfach noch zu Schmerzen und ich spreche jetzt zu Einschränkungen. Weißt du, bis hin zu Dingen, wo du vielleicht dich verletzt hast, wo du einen Unfall hattest vielleicht und dir wurde Metall in deinen Körper einoperiert. Also auch das ist ein Trauma. Natürlich, es braucht da auch ein kreatives Wunder, aber genau das setzen wir jetzt frei. Letztendlich ist es kein Problem, wenn der Teufel kein Anrecht hat, dann tut er auch ein kreatives Wunder. Weißt du, kann Gott ein kreatives Wunder tun. Das heißt,
dann kann sich Metall in Knochensubstanz verwandeln. Dann kann jedes, alles, was dich irgendwie einschränkt in deinem Körper, in deinem Knie, in, weißt du, vielleicht hast du ein neues Knie bekommen, aber das funktioniert nicht richtig. Weißt du, Gott kann es durch ein himmlisches Knie ersetzen. Gott kann dein Herz, das vielleicht belastet war durch die ganzen Traumata und nicht mehr richtig funktioniert, vielleicht hast du Herzinsuffizienz, vielleicht hast du Schwäche in deinem Herzen. Weißt du, Gott kann dir jetzt ein neues Herz geben in dem Moment, wo das Anrecht des Teufels weg ist. Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, ihm für kreative Wunder zu glauben, gerade jetzt? Ihm für Wunder zu glauben im Körper. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen auch über Livestream. In Jesu Christi Namen. Jetzt müssen jegliche Manifestationen von Krankheit aus deinem Körper gehen. Von Unfall, von Traumata, was auch immer es ist. Ich sage jetzt, Bewegungseinschränkungen in diesen Körpern verlassen jetzt die Körper. Ich sage jetzt, raus in dem Namen Jesus. Bewegungseinschränkungen raus in dem Namen Jesus. Halleluja. Ich sage jetzt, strecke deinen Arm aus. Strecke deine Hand aus. Bewege deine Finger. Bewege deine Knie. Mach Kniebeugen, wenn du sie vorher nicht machen konntest. In Jesu Namen, da ist kein Anrecht mehr, da ist kein Raum mehr. Was auch immer war, ich setze kreative Wunder frei. Halleluja. Metall, der sich verwandelt in Knochensubstanz. In dem Namen Jesus. Knochen, die wieder in die Ordnung Gottes kommen. In dem Namen Jesus. Jeder Schmerz verlässt jetzt die Söhne und Töchter Gottes. Raus jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Frei und los in Jesu Namen. Oh, Halleluja, Halleluja. Da gehen die Schmerzen, da gehen die Schmerzen. Weißt du, ich glaube, dass heute Morgen niemand, das habe ich so klar in meinem Geist, niemand wird hier mit Schmerzen nach Hause gehen. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja. Geh da rein. Halleluja. Schwerhörigkeit muss dich verlassen in dem Namen Jesus. Wenn du schwerhörig warst auf deinem Ohr, leg die Hände auf das Ohr in Jesu Namen. Es muss dich verlassen, dieses Ohr muss ploppen, muss aufgehen in Jesu Namen. Dieses Trauma auf deinem Ohr, es verlässt dich jetzt. Es kommt normale Hörfähigkeit, normale Hörstärke in dem Namen Jesu Christi. Jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Für die Augen habe ich heute schon gebetet. Alles, was sich noch nicht manifestiert hat, wird sich manifestieren in Jesu Namen. Sämtliche Augenprobleme weichen in dem Namen Jesus. Halleluja. Herzprobleme weichen in dem Namen Jesus. Nieren kommen in die Ordnung Gottes, funktionieren wieder normal. In Jesu Namen. Ich nehme Autorität über die Leber. Halleluja. Bauchspeicheldrüse. In Jesu Namen. Sämtliche Organe, Herr. Wir nehmen Autorität darüber. Wir sagen, funktioniert normal. Oh, funktioniert normal. Wir nehmen neue Organe aus dem Himmel. Wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Du kannst dir die Hand auf die Stelle legen, wo du ein neues Organ brauchst oder eine neue Kreierung brauchst. Im Namen Jesu Christi, wir setzen es jetzt frei. Neue Organe in Jesu Namen. Neue Knochen, neue Nerven, neue Gehörknöchelchen, neue Trommelfelle in Jesu Namen. Jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Wow, kreative Wunder, Halleluja, Bewegungseinschränkungen verschwinden, Bewegungseinschränkungen weichen, Halleluja, nimm dein Wunder in Anspruch, nimm dein Wunder in Anspruch, wenn es noch irgendwas gab, was du vorher nicht ohne Schmerzen tun konntest, dann tu es jetzt, in Jesu Namen, ich glaube, dass jeder Schmerz hier im Raum geht, wenn du mit Schmerzen gekommen bist, dann wirst du ohne Schmerzen gehen, in Jesu Namen, nimm es jetzt in Anspruch, Halleluja, du bist frei und los. In Jesu Namen, jetzt tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Renn, wenn du vorher nicht rennen konntest. Lauf die Treppen, wenn du vorher nicht die Treppen laufen konntest. Beweg deine Hüfte, beug dich runter, mach Kniebeugen, was auch immer. Mach, wie heißt das, nach unten gehen einfach. Ja, geh einfach nach vorne runter. Halleluja, in Jesu Namen, tu etwas, was vorher nicht ging. In Jesu Namen, seine heilende Kraft ist überall im Raum. Seine heilende Kraft ist auch da über Livestream. Halleluja, lass uns mal Jesus die Ehre geben für sein Wirken. Halleluja, der Herr, unser Arzt, ist hier. Auch auf der Empore, Halleluja, über Livestream. Der Herr, unser Arzt, ist am Wirken. Halleluja. Preist den Herrn. So viele haben sich gerade gemeldet, die Befreiung in ihrer Seele gemerkt haben. Wer hat jetzt alles Befreiung in seinem Körper gespürt? Lass mich da mal die Hände sehen. Hier, da, 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 da oben, Halleluja, wo noch? Da auch, Halleluja, da, 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 überall, wow, da hinten auch überall, Halleluja, ich komme gar nicht nach mit dem Zählen. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Wow, danke Jesus, Halleluja, danke Jesus für dein Wirken, danke Jesus für deine Kraft, Halleluja.
Oh, danke für deine Wunderwirksamkeit. Halleluja. Halleluja. Weißt du, manche Dinge, wie chronische Krankheiten oder so, das wirst du erst im Laufe der Zeit feststellen können, dass sie verschwunden sind oder dass sie immer weniger werden. Weißt du, es ist auch wichtig, dass du dich da drauf stellst. Wenn es kein Anrecht mehr gibt, dann muss sie weichen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Halleluja. Sie muss weichen. Wenn sie jetzt sofort noch nicht ganz weg sind, die Symptome, sie müssen weichen. In Jesu Namen. Weil das Anrecht verschwunden ist. Es gibt kein Anrecht mehr. Es gibt keinen Fleck mehr, an dem der Teufel noch ein Anrecht findet. Und deswegen muss es weichen. Aber viele von euch haben jetzt sofortige Befreiung, sofortige Heilung, sofortige Veränderung erlebt. Und ich möchte einfach mal ein paar die Möglichkeit geben, wenn du unter einem Problem gelitten hast, schon seit längerer Zeit, so wie ich es am Anfang auch gesagt habe, wir haben vorher das Zeugnis mit der Augenheilung gehört, wenn du seit längerer Zeit dieses Problem hattest und jetzt bist du geheilt, jetzt bist du befreit, was auch immer es ist, einfach ein paar von denen, die jetzt ihre Hand gehoben haben, überall im Raum, komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist. Wenn du etwas hattest, was du über längere Zeit hattest und jetzt ist es weg. Halleluja, jetzt ist es komplett weg. Gott hat dich befreit, Gott hat dich geheilt. Komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Einfach ganz schnell, komm nach vorne. Der Erste, einfach seid mutig, seid kühn. Halleluja, ja, mach's einfach. Weißt du, in dem Moment, wo du erzählst, versiegelst du das Wunder. Halleluja, Halleluja. Ihr anderen, ihr könnt euch schon anstellen. Einfach, genau, kommt nach vorne, erzählt einfach. Weil in dem Moment, wo du es erzählst, machst du es fest. Halleluja. Preist den Herrn. Komm noch mehr. Das sind noch mehr, die erzählen können. Es sind so viele, die jetzt Befreiung und Heilung erlebt haben. Wir machen einfach einen nach dem anderen. Halleluja. Faschid, erzähl, was ist bei dir passiert? Ich hatte so brennendes Haut, aber äußerlich kannst war du auf das... Kannst du auf das Soaking umstellen? Äußerlich war das nicht zu sehen. Und vor 3 Wochen, 2,5 Wochen, hat auch Mario für mich gebeten, hat das aufgehört, dass die Stelle größer wird. Sag mal, du hattest ein Brennen in der Haut. Ja, und das ist dann auch der Arzt. Ausschlag, auch, oder? Nee, das war ganz normal vom Aussehen, aber das hat aber gebrennt. Aber so ein Brennen in der Haut. Verbrennt, genau. Mhm. Okay. Und wir hatten auch unsere Hauskreis nochmal auch dann, Martin und Christian haben sie auch gebeten. Das hatte auch dann bei Gebet von Marion hat das aufgehört, noch verbreitet zu werden. Aber jetzt ist komplett weg. Jetzt ist komplett weg. Ja, das Brennen ist komplett verschwunden. Komplett, jetzt gerade. Halleluja. Unheimlich. Wie lange hattest du das? Über 3,5 Monate. Ja, von einem Punkt bis einfach ein großer 10 cm. Wie so ein großer Fleck, wo genau, überall gebrannt hat. Äußerlich war gar nicht zu merken. Okay. Und der Arzt sagte, das macht einfach so Haut aus. Habe ich gesagt, ich lasse das. Jetzt ist völlig das weg. Das ist komplett unheimlich. Das ist unheimlich. Halleluja. Das ist unheimlich gut. Das ist unheimlich wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Also ich habe jetzt keine Schmerzen in der Hüfte mehr. Die hatte ich schon die ganze Zeit. Wie lange hattest du die Schmerzen in der Hüfte? Schon ein Jahr oder so. Ein Jahr lang hattest du Schmerzen in der Hüfte. Hattest du auch Bewegungseinschränkungen in der Hüfte? Also ich kann mich jetzt besser bücken. Du konntest dich vorher nicht richtig bücken. Zeig mal, wie du dich jetzt bücken kannst. Halleluja. Amen. Und keine Schmerzen mehr? Keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen mehr. Wie lange hattest du die Schmerzen? Mindestens ein Jahr. Mindestens ein Jahr. Und jetzt sind sie weg, komplett. Jetzt sind sie weg, ja. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Konntest du denn gut rennen? Vorher? Konntest du denn gut rennen? Ja, ich bin schon nicht mehr ganz so jung, also so ganz gut rennen kann ich. Ja, das hängt auch mit der Hüfte zusammen. Jetzt pass mal auf, ich glaube, dass du jetzt rennst. Das heißt im Wort Gottes, wir werden springen wie die Mastkälber. Ja, genau. Und jetzt wirst du rennen wie eine 20-Jährige. Renn einfach mal eine Runde da um den Raum. Halleluja. Juhu! Danke, Jesus! Halleluja! Danke, Jesus! Halleluja! Renn einfach mal weiter. Ja, danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Renn einfach mal eine Runde. Okay, komm wieder hierher zurück. Halleluja, sonst kommst du uns aus dem Blick. Halleluja. Und komm hierher gerannt. Halleluja. Und jetzt wollen wir dich nochmal kurz interviewen. Komm her. Halleluja. Und wie ist es mit den Schmerzen? Gut. Gut, keine Schmerzen mehr. Keine. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Gib ihm die Ehre. Was ist bei dir passiert? Ich habe gestern gebetet, dass wenn ich das Haus hier betrete, dass jeder, der hereinkommt, keine Schmerzen mehr hat. Und heute Morgen habe ich schreckliche Bauchschmerzen gehabt. Hattest du selber Schmerzen, okay? Ja, du hast für alle Schmerzen gebetet, aber... Und dann bin ich reingekommen und habe nachher gemerkt, sag mal, die Schmerzen sind auf einmal weg. Halleluja. Und Amen. Und ich habe einfach geglaubt, dass Jesus das macht. Amen. Und ich glaube nicht nur bei dir, sondern bei vielen. Wir haben es vorher gesehen. Bei wem sind alles Schmerzen weg, die vorher waren, als du hereingekommen bist? Lass uns mal sehen. Einfach mal die Hände nochmal hoch. 1, 2, wo noch? 3, genau bei dir. Bei dir 4, 5. Einfach nur die Hände sehen. Ja? 6, 7. Da oben ist da noch jemand. Okay, da hinten.
Einfach streck einfach deine Hand aus. Ja. 8, 9, überall. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre für all die, wo die Schmerzen verschwunden sind. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Pass mal auf, wir gehen mal ein bisschen mehr in die, dann können die besser sehen. Okay. Erzähl, was ist bei dir passiert? Ich habe seit ein paar Tagen starke Ohrschmerzen. Ohrschmerzen. Sehr stark. Heute Morgen, als ich da gesessen, war so stark. Ich hatte so Schmerzen. Hattest ich habe gesagt, Jesus, nimm weg. Warst du auch schwerhörig auf mehr. Dem Ohr? Ich kann nicht mehr. Jetzt ist die Schmerzen komplett weg. Jetzt sind die Schmerzen komplett weg. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Ich meine ernst. Komplett weg. Komplett weg. Halleluja. Preis den Herrn. Und hattest du auch Schwerhörigkeit dann auf dem Ohr? Ja, auf dem Ohr, ja. Hattest du nicht gut gehört? Das ist, ja, die Schmerzen ist seit ein paar Tagen. Okay. Bis heute Morgen, wo ich gekommen bin, ich bin so gesessen. Okay. Aber komplett weg. Aber du warst auch schwerhörig auf dem Ohr. Ja. Und wie ist es denn jetzt mit dem Ohr? Halt mal das Ohr zu, ja. Dann hast du den Vergleich. Das ist gut, das Ohr, ne? Das ist normal. Mhm. Okay, jetzt halte das Ohr zu. Halte das Ohr zu, genau. So. Ist noch schwächer als das? Okay, dann muss die Schwerhörigkeit auch noch weg. Aber wenn der Schmerz gegangen ist, dann geht auch die Schwerhörigkeit. In Jesu Christi Namen. Danke, Jesus. Halt mal. Danke, Jesus, dass diese Dumpfheit von diesem Ohr jetzt geht. In Jesu Christi Namen, Herr. Und dass sie auf beiden Ohren wieder gleich gut hört. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Puh. Ganz locker. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halten wir nochmal das Ohr zu. Das ist eine. Und jetzt das Ohr. Ja, wird lauter. Ja. Jetzt ist es lauter. Ja. Ist es jetzt gleich laut auf beiden oder ist es auf dem jetzt lauter als auf dem? Ist gleich lauter. Ist gleich lauter. Also gleich laut. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ja, scheinbar keine so große Sache, aber trotzdem sage ich das. Mhm. Ich habe vor ungefähr 2 Monaten einen kleinen Finger rechts verstaucht und das dachte, okay, geht weg, geht noch ein paar Wochen weg. Das ging nicht weg. Bei Bagatellen kam der Schmerz wieder. Ich konnte kaum irgendwas anfassen. Wow. Wenn ich das Bild angefasst habe und einen Schlag dagegen bekommen habe, war es gleich wieder da. Und jetzt beim Testen gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ja. Halleluja. Ja. Das heißt, das Trauma ist von seinem Finger gegangen. Ja. Amen. Das ist keine Kleinigkeit. Amen. Nach 2,5 Monaten oder wie lang. Ja. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Komm einfach ein bisschen weiter hier vor. Ich habe eine mittelschwere Hörschädigung. Okay. Und vorhin habe ich irgendwie plötzlich gemerkt, ich höre viel besser. Wow! Halleluja! Das heißt, Gott hat deine Ohren geöffnet. Ja, ja. Preis den Herrn! Wie hast du das gemerkt? War plötzlich alles viel lauter, oder? Ja, ich habe ein Hörgerät, das habe ich dann rausgemacht. Oho! Ich habe beide, aber eins habe ich immer drin, aber das ist jetzt raus. Wo ist denn dein Hörgerät jetzt? Wo hast du es? In der Hosentasche? Ja. Lass mal sehen. Aber ich habe 2... Okay, so sieht es aus, das Hörgerät. Und das hast du jetzt rausgemacht und jetzt hörst du ganz normal. Ja, ich höre jetzt besser irgendwie. Halleluja, preis den Herrn, Amen. Gott hat ein Ohr geöffnet. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil das habe ich schon lange und habe schon oft gebetet. Ja, du hast gar nicht damit gerechnet, das kommt manchmal vor. Und das ging plötzlich ganz von alleine. Ganz von alleine, Amen, Halleluja. Weißt du, der Punkt ist einfach der, an uns hat der Teufel nichts. Und deswegen muss er gehen. Amen, preist den Herrn, geben wir Jesus die Ehre, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz stark in den Gedanken angegriffen war. Okay. Mit blöden Ängsten und genervt sein und was so drumherum ist. Und dachte, ich glaube, heute muss ich mal auf ihr Gebet für mich in Anspruch nehmen. Und all die Punkte, die jetzt vorhin waren, in diesem ganzen Befreiungsgebet und so, das hat mich jetzt so angesprochen. Und ich merke, da ist mehr Frieden und Freude reingekommen. Mhm. Ich musste mal lachen und bin wieder neu so belebt worden. Halleluja. Preis den Herrn. Das heißt, da ist Befreiung passiert. Amen. Ist noch jemand, der was erzählen möchte, wo er Befreiung erlebt jetzt hat gerade? Ja, okay, erzähl du, einfach Befreiung, wo was frei geworden ist in deiner Seele. Ich weiß nicht. Komm her. Ich weiß nicht, wenn die Seele da sitzt, ja, dann ist eine Befreiung da, das ist alles so leicht. Ich spüre keinen Körper, ich spüre nichts mehr, das ist so eine Weite da. Wow, das ist jetzt gerade passiert. Ja. Halleluja. Weißt du, war vorher, war das wie ein Druck auf dir, oder? Ja, war schwer oft, gerade. Ja.
ja, was passiert ist in der Kindheit oder so. Ja, ja. Und es hat sich alles aufgelöst. Wow, so frei. Stark, Halleluja. Preis den Herrn, geben wir Jesus die Ehre, Halleluja. Preis den Herrn, Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus gemeinsam die Ehre geben, Halleluja. Für all die Wunder, danke Jesus für dein Wirken, Herr. Oh, wir geben dir die Ehre, du bist der Herr, unser Arzt. Du bist der Herr, der größte Arzt, Herr. Halleluja, Halleluja. Preis den Herrn, preis den Herrn. Wenn du jetzt nicht Zeugnis geben konntest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Auch du über Livestream. Heute sind so viele zugeschaltet, auch über Livestream. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de und erzähl uns, was passiert ist.